endlich wieder mit einem neuen Video. Letzte Woche gab es ja kein Video, weil ich etwas faul war und irgendwie keine Lust hatte, eins aufzunehmen. Aber diese Woche gibt es dafür wieder eins. Und zwar die Tokyo Treat Box, die hier schon so ein bisschen mitgerutscht ist. Die ist jetzt auch schon so seit anderthalb Wochen oder so bei mir. Ich hätte sie also letzte Woche schon aufnehmen können, aber ja, ich hatte keine Lust. Hinter mir ist wieder, nicht wundern, Tappi. Tappi, komm mal auf diese Seite, hier ist Platz für dich. Sieh mal den Schwanz und Tappi, Tappi, komm mal hier rüber. Komm doch mal hier rüber. Dreh dich mal um. Nein, umdrehen. Guck mal. Ach, du bist blöd. Ja, genau, jetzt umdrehen. Ja, ja, ja. Genau. So. Ja? Nein, da hinsetzen. Ich nehme gleich die Box auf den Schoß. Mm. Jetzt hast du bestimmt einen schönen Lipgloss im Gesicht. Na Süße, setz dich mal hin. Ja, setz dich mal hin, setz dich mal hin. Ist alles gut. Ist alles gut. Hinsetzen. Schön. So, den Popo, genau. Schön auf die Haare setzen, genau. Ja, aber bevor wir die Tokyo Treat Box öffnen, hatte ich ja das letzte Mal bei, ich glaube bei der Human Twins Box hatte ich es erzählt, dass Tokyo Treat ja jetzt einen Tokyo Treat Shop hat, wo sie halt die Sachen aus der Tokyo Treat und aus der Kawaii Human Twins Box, so viele Boxen, die Sachen, die da drin sind, dann verkaufen. Falls also einem irgendwas besonders toll geschmeckt hat oder so, ja, kann man sich das wiederholen. Und da hatte ich ja schon erzählt, dass ich mir da was bestellt hatte, dass das aber eben noch nicht angekommen ist. Das ist jetzt eben auch mit der Tokyo Treat Box so zwei Tage später oder so angekommen. Und ich wollte ja dann auch vorstellen, was ich da bekommen habe und so. Ich habe es ja schon irgendwie gesagt gehabt, also... da bin ich alles cool. Ich habe ja schon erzählt, den hatte ich ja aus der Human Twins Box. Und ich fand ja den Frosch so super und habe mir jetzt auch noch einen Teddy bestellt. Also ich habe jetzt drei davon und die sind alle so super flauschelig und Tappi verpisst sich. Alles klar. Ja, die sind alle super flauschelig. Den, das Schweinchen, ja genau, habe ich ja schon mit dem Kringelschwänzchen vorgestellt gehabt. Ja, der Frosch hat halt die Froschglubschelaugen und hier Knöpfe an der Hose und ja, das war's auch. Und der Teddy ist eigentlich fast genauso. Ja, kleines Schwänzelchen, Ohren, Augen. Ja, ich finde sie halt super flauschig. Ich hätte sie gerne irgendwie in der größeren Variante. Vielleicht gibt es das ja auch irgendwann mal, wäre ganz cool, weil sie sind so klein. Aber sie sind super niedlich. Zu flatschen. Wahrscheinlich erkennt man sie eh nicht. Dann hatte ich mir eigentlich, ich habe auch den Becher jetzt, fällt mir gleich das andere runter, den Becher heute hier stehen zum Trinken von diesem, wie hieß das nochmal, Neko Azume, glaube ich, ne? Wollte ich mir eigentlich diese Süßigkeiten bestellen, die es dann nicht mehr gab, obwohl ich angeblich laut Homepage das letzte erwischt hatte. Das wurde dann ja rausgenommen und ja, das habe ich dann natürlich auch nicht mehr bekommen. Ich hatte mir aber noch davon ein paar Packungen bestellt. Ich bin überall tabiert. ich zeige jetzt hier nur eine, weil die sehen ja alle gleich aus. Davon hatte ich mir halt ein paar bestellt, weil ich die sehr lecker fand. Genau, und dann hatte ich mir noch... Falls man das überhaupt hier noch sieht. Und dann hatte ich mir noch... Passend zu dem Outfit, was ich heute anhabe, diese Tasche bestellt. Das der Rilakkuma, falls den jemand kennt, natürlich fängt Tappi mal wieder an zu fressen in Videos. Das ist ja so typisch. Ja genau, Rilakkuma, der Relaxing Bear. Da habe ich ja auch... Ja, oh, da ist eine und da ist eine. Und irgendwo sind ja noch, da hinten sind noch meine Astronauten-Rilakkumas. Das ist ja der Rilakkuma, also der große Relaxing Bear. Und das ist der Co-Rilakkuma, also der kleine Relaxing Bear. Ich mag den hellen eigentlich lieber, weil das halt der kleine ist und weil ich den halt den Paar finde. Aber ja, es gab halt diese Tasche jetzt nur von dem normalen Rilakkuma. Ja, die sieht so aus, hat halt hier so ein Bändchen, das man hier so aufmachen kann. Und dann ist das halt hier wie so eine uralt Geldbörse.
Jo, mit so einer extra kleinen Tasche hier drinne. Und hier ist auch das Label. Ja. Weil ich sagen muss, das Innenfutter, dadurch, dass das halt innen drinne alles ausgepolstert ist, weiß ich gar nicht, wie viel Sinn das macht, hier so eine kleine Tasche zu haben, weil man da halt nicht so wirklich dran kommt. Aber egal, ich finde es trotzdem sehr süß, irgendwie so für eine Con oder so, einfach wenn man wirklich nur ein bisschen Kohle und vielleicht Handy mitschleppen will, ist das doch ideal. Ja, genau. Das hatte ich mir geordert. Das wollte ich kurz noch vorab machen. genau. Ja, der Versand, den, da hatte ich ja den billigsten genommen. Das ist ungefähr, denke ich, derselbe, der auch eben bei der Tokyo Treat Box kostenlos immer mit dabei ist. Da gibt es ja leider kein Upgrade, das habe ich ja auch schon mal bemängelt. Und ja, genau. Das hat irgendwie, glaube ich, 5€ oder sowas gekostet, der Versand. Da war halt kein Shipping und kein Tracking dabei und keine Versicherung und alles, aber das war jetzt auch, ja, das hat irgendwie 30€ oder sowas gekostet, also das war jetzt nicht die Welt. Dadurch, dass es eine rausgenommen wurde, war es wahrscheinlich sogar noch viel billiger. Ach, ich weiß es schon gar nicht mehr, egal. Es war nicht teuer gewesen, was ich bestellt habe, das ist ja auch nicht viel. Und ja, das hat jetzt auch eben, wie gesagt, also es wurde relativ zeitgleich mit der Tokyo Treat Box auch losgeschickt und kam halt irgendwie, glaube ich, 2 Tage später oder sonst an. Also ja, 2 bis 3 Wochen so in den Dreh. Ja, war okay. War auch relativ gut verpackt, also halt in so einem normalen Karton, aber jetzt nicht super eingedellt oder sowas. Ja, war zufriedenstellend. War nicht in so einem Karton, war in einem ganz normalen Karton. Genau, damit laber ich jetzt noch meine Liste runter. Die Tokyo Treat Box ist eine Abo-Box direkt aus Tokio, Japan, in der japanische Süßigkeiten und Snacks aus Japan drin sind, die meistens immer nach einem Thema drin sind. Diesen Monat soll es jetzt, glaube ich, Halloween sein, weil es ja die Oktoberbox ist. Ich bin sehr gespannt, weil hier in Deutschland hat es zwar über die letzten Jahre zugenommen mit dem Halloween-Kram, aber so wirklich Halloween-Zeug haben wir ja eigentlich auch nicht, würde ich mal behaupten. Das ist ja schon so ein amerikanisches Ding, von daher bin ich gespannt, wie das jetzt in Japan aussieht. Genau, Abo-Box bedeutet, dass man die bestellt und die dann immer jeden Monat sozusagen abgebucht und verschickt wird. Da gibt es verschiedene Größen, die kleine mit, heißt Small, und hat 5 bis 7 Items und kostet $14,99 im Monat. Dann gibt es die Regular Box, die hat 8 bis 12 Items und kostet $24,99 im Monat. Und dann gibt es noch die Premium, das ist die, die ich hier immer habe. Die kostet, die hat 13 bis 17 Items und kostet $34,99 im Monat. Dollar, alles Dollar. Und ja, ich zahle jetzt mittlerweile immer $5 weniger, weil ich so ein Special-Angebot vor 2 Monaten oder so mal in Anspruch genommen habe, wo sie halt dauerhaft $5 billiger wurde. Das hatte ich auch alles unten reingeschrieben in die Box, wo das war. Falls ihr das also auch genutzt habt, könnt ihr jetzt auch immer sparen. Sowas gibt es aber immer. Also vor einem halben Jahr oder so, wo ich damit angefangen habe, gab es auch irgendwie so ein Angebot für immer 10% oder sowas, was natürlich immer weniger war. Da waren die $5 schon besser. Genau, die werben immer mit Originalgrößen, aber wir hatten es ja schon mal gleich bei der ersten, dass das halt nicht so der Fall war. Und ja, genau, der Versand ist in dem Preis schon inkludiert und ist auch weltweit. Und wie vorhin bemängelt, gibt es da kein Tracking und leider auch kein Upgrade, um einfach 5€ mehr zu zahlen und dafür Tracking zu haben. Dauert, wie gesagt, 2 bis 3 Wochen ungefähr. Ich würde mal behaupten, wenn man irgendwie in der größeren Stadt wohnt, wo die Anbindung besser ist, was so Flughafen und sowas angeht, gerade internationale Flughäfen, kann man eigentlich mit den 2,5 Wochen rechnen. Wenn man irgendwie eher außerhalb auf einem Dorf oder sowas wohnt, kann man eher mit so 3 bis sogar manchmal 4 Wochen rechnen. genau, jeden Monat gibt es ein Thema, das habe ich ja jetzt schon gesagt. Und es gibt auch immer ein Gewinnspiel, beziehungsweise theoretisch 2 Gewinnspiele. Einmal ein Gewinnspiel, wo man automatisch dran teilnimmt. Jedoch
bin ich immer noch nicht ganz so sicher, ob man da nur dran teilnimmt, wenn man die Premium-Box, also die große Box, bestellt hat oder bei allen. Da kann man nämlich so eine Box im Wert von $500 gewinnen. Und sonst gibt es immer so Gewinnspiele, wo man irgendwie Fotos machen soll oder sowas mit irgendeinem Item, was da jetzt drin war und. Das gibt es immer bei beiden Boxen. So, genug gelabert jetzt aber wirklich. Die neue Box, ich zeige sie jetzt nicht wieder eine Million Mal, weil das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. So, ich öffne sie. So, und da haben wir auch gleich schon das neue Heftchen, wie man sieht, Halloween. Ich mache es auch diesmal gleich so, weil ich finde, dann sieht man dieses ganze Bild. So, Inhaltsverzeichnis, hier steht ein bisschen was über Herbst und Halloween in Japan. So, den Inhalt mache ich mal ganz schnell, da können wir nachher nochmal drüber gucken. Dann werden wir hier schon gespoilert, ein bisschen über Sachen, die da drin sind. Genau, dann. Oh, die Box diesen Monat sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Pikachu. September-Version. Ein Koch oder so. Das kann man diesen Monat gewinnen. Das ist diese $500-Box. Dann das Erklärung zum Diff-Kit und ich glaube, das Gewinnspiel für diesen Monat. Achso, genau, dann ist hier auch Grand Opening vom Shop, vom Tokyo Trip Shop, was ich jetzt schon erzählt habe. Und hier ist auch nochmal Halloween, bla bla. Shibuya Halloween und Community und Pokémon Center. Das, was ich voll verpeilt habe, als ich in Japan war. Beziehungsweise, ich wusste einfach nicht, wo es ist und habe nicht an Google gedacht. Ja, genau. Das war's. Sehr schräg. Ja, das Magazin und dann fangen wir auch mit der Box an. Und wie immer, tschüss! Weil wir haben es ja schon erklärt, oben liegen immer die leichten Sachen, damit sie theoretisch nicht zerbröseln. Irgendwelche heißen bzw. scharfen Chips, Hot Carnival. Ich glaube, hier steht irgendwas mit fünf Geschmäcker oder so. Ich glaube, das ist irgendwie rote und grüne Chili. Eine könnte Senf oder sowas sein. Oh, mein Katakana ist gerade so schlecht. Lemon und das da oben kann ich gar nicht entziffern. Das ist nur Kanjis. Nee, ich weiß gerade nicht, was das eine Katakana bedeutet. Also auf jeden Fall, so sieht es aus. Ich bin gespannt. Ich lege es erstmal wieder hier runter und dann zählen wir nachher erstmal. So, dann haben wir noch mehr Chips. Sieht ein bisschen aus wie Käsebällchen. Ich versuche die gerade mal hier so runter zu drücken, damit die Packung gleichmäßig ist. Es sieht aus wie Käsebällchen, aber es ist, glaube ich, irgendwas mit Zwiebel oder Knoblauch. Freue ich mich ja voll drauf. So, dann, das hatte man eben schon gesehen, irgendwie so ein Halloween-Sticker oder sowas von Tokyo Treat. Ich glaube, das ist ein Sticker. Oh, das ist so ein Aufbügelding oder sowas. Wobei ich mich echt frage, wer bügelt sich sowas auf? Aber ich glaube, es ist ein Sticker. Keine Ahnung, es ist irgendwas. So, dann haben wir Sticks, wie heißen die? Essstäbchen. Ich mache die mal auf. Sehen jetzt irgendwie nicht so special-mäßig aus. Ich dachte, das wären irgendwie so. Also, die sind, glaube ich, auch von Tokyo selber oder sowas. Ja, die sind echt nicht special. Sie sind einfach ganz normal mit Orange oben. Da habe ich viel schönere. Ich muss gerade nochmal das Heft gucken, ob es da. Ich dachte, das wäre irgendwie jetzt hier was special-mäßiges. Ne, es gab einfach schwarze oder orange. Okay, whatever. Essstäbchen. So, dann haben wir mal wieder, ich glaube, Gummibärchen. Ach nee, das sind Bonbons. Ja, das ist diese Farbe, das sind Bonbons. Traube. Ich liebe Traube. Auch wenn es diesmal helle Traube ist. Ich mag ja meistens lieber die dunkle Traube, wobei die helle ist auch okay. Das ist auch übrigens wieder von der Marke mit den Kaubonbons, die so in so einer Kaugummischachtel. Mal probiert haben. Sehr lecker. Also die kenne ich jetzt nicht, aber ich gehe davon aus, sehr lecker. So, was haben wir noch?
Irgendwas mit Wasabi. Das sieht schon wieder so aus, als wäre es irgendwas Fischiges. Keine Ahnung. Wasabi. Irgendwas. Nori. Ah, Alge. Ja, Fisch. Nicht mein. Yay. So, was haben wir hier noch? Kleben ein bisschen. Ich würde sagen, auch ein Bonbon mit irgendwas Britzeligem drin. I don't know. Wir gucken gleich ins Heft. Keine Ahnung. Ich kann ja das mal aufmachen. Ich sehe ja jetzt eh, was hier drin ist. Gucken wir mal, was da steht, was das sein soll. Bubbles Salty Lemonade Gummy. Gummimäßig fühlen die sich nicht an, die sind ganz schön hart. Aber vielleicht sind sie innen drin Gummi. Ja, salzige Limonade. Ich habe übrigens die andere, die da mal drin war, auch nicht probiert. Hey, Puff Roll! Steht hier irgendwas anderes? Ne, da steht auch nur Roro. Taki? Kein Plan. Mit Ichigo. Mit Erdbeergeschmack. Ja. So haltbare Dinger finde ich immer ein bisschen schräg mit so Kuchen. Weiß ich immer nicht, ob mir das so geil schmeckt, aber so frisch mag ich die extremst gerne. In Singapur gab es die immer überall, da gab es immer so Bäckereien, wo es immer so. Ich habe sie immer Schwammkuchen, weil sie hießen tatsächlich Sponge Cake. Das ist halt so Hefe, nenne ich Hefe. Biskuit ist das, genau, Biskuitteig. Und die waren extremst geil und sehr billig. Ich glaube, der hat immer so eine Rolle in so groß, so zum Abschneiden. 4 € oder so was gekostet. Und so ein Stück, wenn man sich das gekauft hat, vielleicht 50 Cent oder so gekostet. Die waren immer mega lecker. Da gab es aber 1000 Sorten. Also von daher, ich esse sowas sehr gerne. So bin ich immer, ich bin immer skeptisch, was so haltbaren Kuchen angeht. So. Okay, ich finde das Trinken dieses Mal ein Trinkpäckchen. Wow! Fruchtgeschmack. Mit jetzt so Herbstfruchtgeschmack, würde ich mal behaupten. Ich habe vergessen, wie diese eine Charonne. Ist das die Charonne oder ist das das andere da vorne? Eine davon esse ich sehr gerne, die andere finde ich nicht so lecker. Dann ist Pfirsich, dunkle Traube und Apfel drin. Mal schauen. Was haben wir noch? Ich glaube, es sind Fleischchips. So getrocknetes Fleisch oder sowas. Dörrfleisch, nee, wie heißt das? Ah, es ist viel schlimmer. Es ist Tofu-Fleisch. Steht Soybean Jerky. Also Sojabohnen-Jerky. Und Tofu ist ja gemacht aus Sojabohnen. Das heißt, es ist dieses. Gibt es ja auch zu kaufen in den Asialäden, diese Tofu-Dinger, die dann irgendwie so mariniert sind oder sowas. Sowas wird es auch sein. Hurra! Ich merke schon wieder diesen Monat, das ist viel komisches Zeug. Und look, Schokolade! Ich hatte schon mal darüber gesprochen. Da freue ich mich tatsächlich und das ist auch eine extrem, naja gut, einseitig eine extrem geile Sorte. Ich hatte schon mal darüber gesprochen, wusste aber nicht mehr, wie die Schokolade hieß, die ich schon mal damals in Japan gegessen hatte und sehr lecker fand. Ich muss sagen, es ist tatsächlich Look ist mit einer der einzigen japanischen Schokoladen, die ich wirklich gut finde. Hier in der Sorte Süßkartoffel und ich glaube, das eine sind, wie heißen die? Wassernüsse, wie heißen die Dinger? Die gibt es immer in so China-Gerichten. Vergessen, wie sie heißen. Ja, die finde ich komisch. Die haben nämlich auch eine ganz komische Konsistenz. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, wie sie schmecken. Süßkartoffel finde ich mega geil, wobei das hier so eine lilane Süßkartoffel ist und ich ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob ich jemals lilane Süßkartoffel gegessen habe. Ich stehe aber auf normale Süßkartoffel. Süßkartoffelpommes. Mega geil. Ich hoffe, dass es die irgendwann mal im Tiefkühlfach gibt. Weil Süßkartoffeln immer so teuer sind. Ich kaufe sie mir immer, wenn sie im Angebot sind, aber die sind trotzdem teuer. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, die werden wir sogar gleich mal schnell noch probieren.
machen erstmal weiter. So, Koalas in Halloween Edition. Ich muss gestehen, es war jetzt nicht so viel. Es ist jetzt das Einzige, oder was so wirklich Halloween-themed ist. Ich würde mal behaupten, mit Kürbisfüllung. Keine Ahnung, weil da ist so ein Kürbis und da ist ein Kürbis. Und steht da irgendwas mit Kürbis? Schoko. Ach nee, Schoko. Okay. Einfach Schokogeschmack. So viel dazu. So, dann. Oh, Pilze! Über die haben wir ja schon mal gesprochen. Hatten wir die nicht auch schon mal? Ich glaube, ich hatte nur so eine Packung, wo man die selber machen konnte, ne? Nee, das war was anderes. Aber das, da habe ich ja auch mal geredet. Ja, ich mag diese Pilze total gerne. Ich kenne sie tatsächlich hier immer nur von der koreanischen Marke. Ich glaube einfach, weil das koreanische Zeug billiger zu importieren ist als das japanische. Das ist aber hier irgendwas Special-mäßiges mit Nuss, glaube ich, oder so. Oder Karamell. Nee, ich denke, das ist Nuss, weil das sieht so komisch nussig aus. Ganz aber nicht schön zu fahren. Nee, das ist... nee. Ja, das eine ist Schoko. Da steht auch Schoko. Also es ist beides Schokolade, aber eins ist normale Schokolade, also Milchschokolade würde ich mal sagen, und eins ist ich würde mal behaupten, es ist irgendwie Nuss. Ist ja bei Herbst auch durchaus. Herbst ist ja so Nusssaison. Ja, da freue ich mich auch. So, dann nehmen wir erstmal hier das Deep Kit. Da kann man sich so komische würmerartige Dinger draus machen, indem man die einfach durch so ein Sieb quetscht, falls man das hier irgendwie erkennt. In den Geschmacksrichtungen Melone, Orange und dunkle Traube. Die sind dann irgendwie innen drin weich. Und außen irgendwie so britzelig. Das ist schräg. Ich habe keine Ahnung. Ich habe immer noch so viele da. Ich muss sie unbedingt mal nutzen. So, und wir kommen zu den letzten beiden. Irgendeine Kaubonbonstange. Ich würde sagen mit Beerengeschmack. Weil hier sind es so eine Himbeere, Erdbeere und eine Blaubeere. Ja, Betty. Betty-Geschmack. Und die last one, eine Pfeife mit irgendwelchen, ich überlege gerade, ob ich das anders gestellt habe, mit so Zuckerperlen. Ich habe sogar tatsächlich hier auch noch so ein deutsches Zuckerperlending, aber das steht da hinten. ja, super cool. So scheiße. So, ich würde sagen, wir zählen erstmal wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ich versuche das hier so ein bisschen zu stellen, sechs, sieben, acht, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ist einer zwischen vor untergegangen. Ja, 15, 16, weiß nicht, ob man das irgendwie so zählen kann. So ein Sticker finde ich jetzt nicht so. Ja, gut. 16 waren wir jetzt, ne? Na gut, 13 bis 17 Items. Ich muss gestehen, ich finde es... Ich habe jetzt auch nichts vergessen. Ne, ich finde es diesen Monat schon wieder so... nicht so mega geil, muss ich echt sagen. Es waren so... Ich würde sagen, ein Drittel fand ich ganz cool. Aber ich muss gestehen, ich finde das Getränk irgendwie... Wer ist denn da drin? 2
250 ml. Ja, geht schon. Aber ich finde es halt immer schöner, wenn da so Flaschen drin sind. Ich weiß nicht, das ist halt auch irgendwie so. Früher habe ich ja tatsächlich so komische japanische Flaschen auch gesammelt. Mittlerweile mache ich das auch nicht mehr, aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man da noch so in dem Flash drin ist, dann findet man das halt cooler. Naja, egal. Das war da jetzt so drin. Ich hoffe, man erkennt es noch so ein bisschen. Ich muss einen kurzen Cut machen, mache aber gleich weiter. Da bin ich zurück. Ja, ich musste den Cut machen, weil ja meine Kamera immer nur begrenzt aufnehmen kann. Ich möchte gerade mal diesmal direkt gucken, ob hier jetzt heute auch alles drin ist. Mir ist nämlich aufgefallen, dass bei der letzten Box was gefehlt hat. Und das habe ich nämlich jetzt erst, ich habe es dann schon relativ früh gemerkt, aber bis ich es dann geschrieben hat, hat es ein bisschen gedauert und deswegen ist jetzt hier kein zusätzliches Item mehr drin gewesen. Das kommt dann aber in der nächsten Box, die auch schon abgeschickt wurde. Also ist die hoffentlich auch bald schon wieder da. Ja, aber es sieht gut aus. Ich glaube, es ist tatsächlich alles drin. Weil ich sagen muss, dieser komische Sticker und diese Chopsticks sind tatsächlich irgendwelche Special Items, die auch nur in der Premium-Box drin sind, die ich jetzt irgendwie nicht ganz so cool finde. Ich kann ja auch gerade mal... So wäre das aufgeteilt gewesen. Also das in der oberen Spalte wäre halt nur in der kleinen gewesen. Dann das in der oberen und das in der mittleren wäre dann in der Regular. Und das unten ist halt nur in der Premium mit dem ganzen anderen Kram drin. Ja. Steht Chestnut. Aber Chestnut wäre doch Haselnuss, oder? Sweet Chestnut. Okay, ich glaube tatsächlich, dass diese Look-Schokolade süße Kartoffel und Haselnuss ist. Das wäre dann wieder nicht so schlecht. Aber das sah doch nicht aus wie eine Haselnuss. Egal. Haben wir noch irgendwas nicht gecheckt? Chili-Lime-Flavor. Ich muss ja gestehen, ich möchte eigentlich als erstes erstmal diese scharfen Chips ausprobieren. Ich hoffe nur, dass sie nicht zu scharf sind. Diese da! Weil mich das gerade sehr reizt, die zu probieren. Und ich möchte erst was Herzhaftes probieren. Deswegen schneiden wir die mal auf. Wie immer ist das natürlich so eine Box, in der eigentlich nur Luft drin ist. Ne? Das kennen wir ja schon. Die riechen jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, ich möchte wieder hier hoch, oder? Na, komm hoch. Na? Na? Ich glaube, ich möchte nämlich auch schnuppern. Also, die sehen irgendwie so aus, als wären sie nicht gebraten oder. Ich weiß, wie macht man Chips? Keine Ahnung. Die sehen eher so aus, als wenn sie irgendwie. Hätten sie keine Wärme gesehen. Kein Plan. Die sind halt so super hell. Ich weiß ja nicht, vielleicht sind das auch keine Kartoffelchips, sondern Reischips oder sowas. Kann ja sein. Es ist auf jeden Fall so ein bisschen sprinkelig, was Rotes ist. Das sieht man ja nicht. Nur meine Kamera da. Ein bisschen was ist drauf, aber es ist jetzt nicht super viel. Das ist jetzt einfach. Ja. Also es kommt immer wieder so ein leichter Schärfeschwall. Ich muss gestehen, Lemon schmecke ich da überhaupt nicht. Probier mal noch ein. Also ich schmecke wirklich nur die Schärfe. Und die ist nicht super scharf. Ich habe gerade überlegt, ob es mich an irgendwas anderes erinnert. Ich bin immer noch unentschlossen, ob es Kartoffelchips sind. Es hat ein bisschen die Konsistenz von so einem Krabbenchip, finde ich. Auch so einen leichten Geschmack davon. Aber schmeckt nicht fischig oder sowas. Bin nicht sicher. Aber sie sind nicht schlecht, also man kann sie schon essen. Ich
würde sie mir wahrscheinlich jetzt nicht nochmal ordern. Aber so jetzt für die Packung ist es okay. Hat man mal was Leckeres für zwischendurch. So, was probieren wir jetzt? Auf jeden Fall nicht das komische Nori-Ding. Achso, natürlich, ich will ja, möchte ja die noch probieren. Wobei, probieren wir vielleicht erst noch was anderes, bevor ich die Schokolade probiere. Die Schokolade so als letztes. Mag ich nicht. Ich bin so unsicher. Vielleicht den. Ja, komm, wir probieren mal das hier. Was soll das sein? Very soft candy stick. Ja, es ist wirklich einfach Beerengeschmack. Kaubonbon. Kam falsch auf das Wort. So. Boah, das riecht super chemisch. Das sieht ein bisschen witzig aus. Das ist so ein... es sieht ein bisschen aus wie diese Haribo. Wie heißen die? Haribo Lassos oder sowas? Boah, das riecht super schäm. Ich hoffe, dass jetzt nicht ein Kaugummi ist. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da sind so komische Kügelchen drin. Das ist auch hier vorne eingezeichnet. Das soll der Querschnitt von so einem Ding sein. Da sind ja hier auch so Kügelchen drin. Mm. Ich finde es extrem seltsam. Die Konsistenz ist komisch, weil das nicht so ein langanhaltendes Kauding ist. Also jetzt Kaugummi ist es nicht, aber auch bei einem Kaubonbon hält es ja eigentlich ein bisschen länger. Das löst sich so komisch auf. Der Geschmack ist ehrlich gesagt wie so ein Berry Lipgloss riecht. Also nicht schlecht, aber halt extremst chemisch. Und das mit diesen Dingern drin finde ich total komisch. Weil man kaut halt drauf rum, aber es ist halt die ganze Zeit so ein Crisp da drin, ja? Wie so ein Crisp war das. Also, nee, ganz seltsam. Muss ich nicht wieder haben. Finde ich irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht, was das, warum man sowas macht. Finde ich ein bisschen seltsam. Ich tue die Chips auch mal wieder rein. So. Und als letztes noch die Schokolade. Da bin ich extrem gespannt, weil wie gesagt, ich stehe eigentlich auf diese Look-Schokolade. Kann ja auch mal zeigen, so sieht es mir. Ich finde die immer sehr edel. Gibt es eigentlich in Japan überall, so an den Kiosken oder am Convenience Store oder sowas. Und ich hatte die ja das letzte Mal mit einer Schokolade aus Deutschland verglichen, bei der ich aber nicht mehr wusste, wie sie heißt. Ich habe es schon wieder vergessen. Irgendwas mit S. Ich habe das eine Mal die Bilder eingeblendet, weil ich dann extra danach suchen musste, weil ich selber wissen wollte, wie es hieß. Aber das ist... Oh, das riecht irgendwie nach Kaffee. Das Miese ist natürlich immer, man ist sich immer nicht so sicher, was jetzt eigentlich was ist. Also, was, welche Sorte ist. Boah, das riecht voll nach Kaffee. Da ist doch kein Kaffee drin. Ich bin verwirrt. Das riecht so nach Kaffee. Okay, wir probieren es jetzt trotzdem. Ich bin kein Kaffee-Fan, aber es wird schon schief gehen. Also ich kann ja nochmal die Schoko-Dinger, ich mache halt einfach das mal ab. Die haben alle so verschiedene Designs. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht runterfallen. Ich gehe mal davon aus, wenn das da so drin war, dass die eine Seite Süßkartoffel und die andere Seite Nuss ist. Wir probieren jetzt, wie gesagt, einfach mal eins. Okay, das ist schon mal Süßkartoffel, das ist nämlich innen drin. Lila. Es schmeckt zumindest nicht nach Kaffee. Es riecht immer noch unglaublich nach Kaffee. Ich verstehe das nicht. Schmeckt nach gar nichts. Also schmeckt nach Schokolade, aber
Wo ist der Süßkartoffelgeschmack? Es schmeckt wirklich nur nach Schokolade. Und Süßkartoffel schmeckt schon, also hat schon einen eigenen Geschmack. Ich weiß jetzt halt nicht, wie diese blaue, lilane Süßkartoffel schmeckt, aber die wird ja auch irgendeinen eigenen Geschmack haben. Ich probiere jetzt mal noch hier eine auf der anderen Seite, in der Hoffnung, dass das dass es jetzt die andere Sorte ist. Ich weiß es aber nicht. Ich hoffe, die schmeckt jetzt mal nach was. Okay. Das ist auf jeden Fall die andere Sorte. Mit meiner anderen Farbe. Man sieht schon an meinem Gesichtsausdruck. Okay, die schmeckt auf jeden Fall nach was. Ich tue das restliche mal in meine Schüssel. Oh, wer macht sowas? Also es hat tatsächlich einen ganz leichten Kaffeegeschmack. Ich würde mal behaupten, dass das davon kommt, dass da sowas Karamelliges irgendwie drauf ist. Da war ja, ich packe gerade mal das erstmal wieder ein, bevor hier irgendwas runterfällt. Tappi ist nämlich hier die ganze Zeit schon am Gammeln und Hunde dürfen ja keine Schokolade essen. Ich hole das gerade hier nochmal raus. Hier ist ja so ein Sirup oder sowas hier oben drin, ne? Ja, Tappi, du darfst es nicht essen. Ich würde mal behaupten, das ist kein Karamell, aber das ist irgendein Sirup. Wahrscheinlich so ein Agavensirup oder so ein Scheiß. Aber Karamell, also sowas, so ein Zuckersirup, hat ja immer so ein leichtes, finde ich, Kaffeearoma. Und es hat schon durchaus dieses Kaffeearoma. Das war auch das, warum das so krass nach Kaffee alles gerochen hat. Ich würde mal nicht behaupten, dass es Haselnuss ist. Vielleicht war das doch diese Wassernuss. Ach, ich weiß nicht, was das war. Ach stimmt, Kastanie ist doch Chestnut, oder? Ach, ich habe keinen Plan, ey. Das sind so Wörter, die benutzt man noch nie. Ja, gar nicht meins. Voll eklig. Man hat es, glaube ich, auch total an meinem Gesicht gesehen. Ich trinke mal schnell einen Schluck. Boah, das ging überhaupt nicht. Also ja, ich habe schon Schlimmeres gegessen, aber ich habe mich halt jetzt voll auf Haselnuss eingestellt und das war so, boah. Ah, das war nicht gut, ey. Kommst du wieder hoch? Jetzt bin ich hier. Nein, keine Box mehr da. Ja, das letzte war gar nicht gut. Ich glaube, ich esse gleich erstmal noch ein paar von den Chips. Oh, das war schlimm. Ja. So viel dazu, ne? Oh, das war wirklich eklig, ey. Also alle, die die Tokyo Treat Box auch haben, ich würde echt mal interessiert. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das probiert habt und wie ihr das fandet. Vielleicht fandet ihr das ja sogar ganz lecker. Es gibt ja auch immer diese Kastanienstände auf dem Weihnachtsmarkt und so. Das habe ich tatsächlich noch nie gegessen, weil ich das irgendwie sehr suspekt finde. Und ich glaube, ich habe sowas auch schon mal probiert und es hat mir nicht geschmeckt. Bin mir aber nicht so hundertprozentig sicher, aber nach diesem Erlebnis möchte ich es auch gar nicht mehr probieren. Ganz ehrlich. Oh, das war gar nicht gut. Ja, das war die Oktober Tokyo Treat Box. Damit ist jetzt schon wieder auf den Haaren. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Es ist heute wieder etwas überlang, aber ich habe ja auch die Vorstellung noch zu diesem Shop-Zeug gemacht, von daher ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ja, wie immer dürft ihr natürlich gerne einen Daumen hoch geben, wenn es euch gefallen hat. Ihr dürft natürlich auch immer Kommentare schreiben, ob irgendwie, wenn euch was anderes interessiert, wie das geschmeckt hat oder so. Ich esse die Sachen ja irgendwann nach und nach, beziehungsweise baue sie dann irgendwie in diese Fressvideos mit ein, wo es da jetzt schon zwei gab. Und ja, genau, würdet ihr dann einfach sagen, Abo nicht vergessen, wenn ihr mehr sehen möchtet. Und